Scheiße, ich muss zur Vorlesung. Hallo und herzlich willkommen beim Unternehmerkanal. Mein Name ist Hendrik. Heute bin ich mal wieder nicht ganz allein vor der Kamera, sondern ich habe Daniel mit dabei. Daniel wird sich gleich nochmal ein bisschen genauer vorstellen und ich habe ihn heute als Experten eingeladen, weil ich von euch sehr viele Fragen bekommen habe. Hendrik, wie machst du das? Dein Unternehmen führen, nebenbei noch studieren. Das ist, ja, jedes Einzelne für sich ist wahrscheinlich schon ein bisschen zeitaufwendig. Und wenn es um Faulheit im Studium geht, da ist der Daniel nicht weit entfernt. Das ist richtig. Hallo, mein Name ist Daniel. Ich stelle mich auch nochmal kurz vor. Ich betreibe auf YouTube den Channel Studententipps und da behandeln wir alle möglichen Dinge rund um Faulheit, wie Hendrik eben schon schön gesagt hat. Also alle möglichen Dinge, die euch Studenten so interessieren. Das heißt, zum Beispiel, wie bereite ich mich besser in der Klausur vor? Was sind die häufigsten Fehlplanungen? Was muss ich sonst noch alles beachten? Okay, ja, das sind schon mal so ungefähr die Inhaltsangaben, was er da machen wird. Vorher aber die Frage, es gibt ja immer so diese, wie nennt man das so, Vorurteile oder Sprüche, ja, morgens 13 Uhr, guten Morgen, liebe Studenten oder sowas. Ganz kurze Frage, sind Studenten wirklich so faul, wie es der normale Volksmund annehmen würde? Also ich habe da jetzt nicht so einen starken Einblick, weil ich da selbst relativ wenig Zeit verbringe. Wie siehst du das? Also Studenten generell sind nicht unbedingt die faulsten Leute, sage ich mal so, weil die meisten, man sagt so, der Student ist faul, der typische Student, dieses 13 Uhr aufstehen, wie du eben schon gesagt hast. Habe ich ja in meinem Kanal auch 13.30 Uhr, pünktlich zum Frühstück, habe ich gleich mal dieses Vorurteil aufgegriffen. Tatsächlich ist es aber so, dass Studenten natürlich nicht faul sind. Die meisten ackern sich sogar ziemlich zu Tode durch die viel zu schlecht vorbereitete Klausurvorbereitung, durch schlecht gelegte Vorlesungszeiten, also schlecht gemachter Stundenplan. Und dann natürlich auch noch das Wichtige, dass manche neben dem Studium auch noch viel arbeiten müssen, zum Beispiel, weil sie kein BAföG kriegen, weil die Eltern angeblich zu viel verdienen, das kennen wir ja alle. Oder auch nicht. Oder auch nicht, genau. Und genau deshalb ist dieses Argument eigentlich völlig Quatsch. Also natürlich gibt es die Studenten, die nur voll auf der Haut rumliegen, aber das möchte ich so nicht verallgemeinern. Also das ist fast schon ein bisschen eine Frechheit, sowas zu behaupten. Ja, ja. Okay, also wir hatten vorhin schon das Thema wenig Geld wegen dem während dem Studium. Ja. Deswegen müssen manche nebenbei jobben. Kellnern ist so ein Ding. Oder es gibt ja etliche 450-Euro-Jobs oder so, die Studenten halt einfach ausführen. Auch bei mir im Freundeskreis ein paar. Der eine oder andere, gerade bei unseren Zuschauern, gehe ich mal fest davon aus, möchte sich aber selbstständig machen, hat irgendwie eine geile Geschäftsidee, möchte im Internet irgendwas machen. Ja. Verschiedenste Formen, was man da so machen kann. Da geht es jetzt gar nicht genau drum, sondern eher das, wie schafft man das neben dem Studium, sich selbstständig zu machen, ohne sich tot zu arbeiten und irgendwie nach 95 Stunden pro Woche tot umzufallen oder so. Was sind denn so die häufigsten Fehler im Bereich? Du hast vorhin schon gesagt, Überarbeitung, Klausurenzeit. Richtig, ja. Was sind da so die häufigsten Fehler? Ja, die häufigsten Fehler gehen schon meist damit los, wie starte ich überhaupt ins Semester. Ne? Das geht schon mit der falschen Fehlplanung vom Stundenplan los, dass die Erstis zum Beispiel sich denken, ich bin sowas von krass motiviert, dass sie sich gleich alles reinpacken. Da habe ich auch nochmal ein Video zugemacht, wie man den richtigen Stundenplan erstellt. Wie gesagt, diese Übermotivation, die komplette Fehlplanung, was mir total aufgefallen ist, was auch einer meiner Fehler tatsächlich war, dass die Vorbereitung während der Vorlesung einfach scheiße war, kann man einfach mal so sagen. Also schlecht gemacht im Sinne von alles durcheinander notiert und auch falsch sortiert, falsch organisiert und das ist so ein richtig, richtig krasser Fehler. Okay, ja, das Thema Produktivität haben wir hier bei uns natürlich auch häufiger, ist auch im Büro eigentlich genau das Gleiche, da gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten oder Gründe, warum man halt nicht wirklich vorwärts kommt. Jetzt hatten wir ja auch im Studium das Ganze mit der Selbstorganisation. Vielleicht nochmal vorher auf das Thema Klausuren. Ganz speziell Klausurenzeit sind ja immer so, ich sag jetzt mal so Konzentrationsengpässe oder Zeitengpässe vielmehr. Kann man sich vorstellen wie so ein Trichter, oben fallen die ganzen Klausuren rein und nach unten hin, dann sind die meistens alle in ein, zwei Wochen oder so. Genau, ja. Was kannst du da so für Tipps weitergeben, wenn jetzt jemand von unseren Zuschauern zum Beispiel Unternehmer ist oder Unternehmer werden möchte und gleichzeitig studiert? Wie sollte er in der Klausurenzeit vorgehen, damit er halt nicht in diesen, im Trichter erdrückt wird? Ja, prinzipiell ist das ja die Situation, die bei mir tatsächlich auch vorherrscht, weil ich ja tatsächlich sogar noch eine Festanstellung habe. Ich studiere ja, bin fest angestellt und habe nebenbei noch ein Gewerbe.
Deshalb natürlich sehr wichtig die Zeitplanung, die Organisation und so weiter. Und vor allem in der Klausurenzeit ist natürlich dann auch alles ein bisschen heftig, alles auf einen Schlag, kenne ich selbst. Und deshalb ist es halt wichtig, richtig zu planen, richtig vorzugehen in der ganzen Sache. Und halt das Aussortieren ist wirklich das A und O. Da führe ich immer gerne das 80-20-Prinzip an und die Vergessenskurve. Und in dem Sinne halt mit 20% Aufwand 80% Ertrag rauskriegen. Da gehört natürlich eine gewisse Übung dazu, das muss man perfektionieren. Aber in Anbetracht dessen, dass man tatsächlich nach 4 Wochen nur noch 20% vom Gelernten weiß und dessen, dass man ja sowieso eigentlich relativ wenig Zeit hat, ist das Pareto-Prinzip in dem Fall natürlich das Optimalste, um richtig durch die Klausurvorbereitung zu kommen. Genau, an der Stelle, also ihr kennt das wahrscheinlich auch schon von unserem Kanal, wer schon ein bisschen durchgeschaut hat, das Pareto-Prinzip findet natürlich auch im Unternehmen Anwendung oder fast in jedem Bereich des Lebens. Mir fällt jetzt keiner ein, wo es nicht so ist. Ja. Ganz kurz vielleicht zur Vergegenwärtigung, wie das im Studium funktionieren kann. Daniel hat mit, ich glaube, 4 oder 5 Tagen Vorbereitung eine 1,3 geschrieben, was echt schon heftig ist. Jetzt gehe ich mal ganz kurz ans Telefon und drücke mal die Person weg, die jetzt gerade versucht, uns anzurufen. So, weiter geht's. Gut, wenn wir jetzt in der Klausurenzeit sind, dann ist wahrscheinlich schon Hopfen und Malz verloren, wenn wir vorher nicht richtig gearbeitet haben. Vorbereitung, hast du gesagt, während der Vorlesung und so weiter, ist ein wichtiges Thema. Ja, sehr wichtig. Ja. Aber währenddessen gibt es ja noch so ein paar andere Sachen. Ich spiele jetzt an auf das Thema Netzwerk. Also, gerade für uns Unternehmer ist natürlich super wichtig. Ich habe hier auch schon etliche Videos dazu gehabt, wie man richtig sein Netzwerk aufbauen kann, wie man Kontakte pflegt, wie man überhaupt in Kontakt kommt und das Ganze dann auch gut aufrecht behält. Das ist im Unternehmen oder in der Unternehmerwelt extrem wichtig. Es gibt ja extra Portale wie Xing und so weiter, wo es eigentlich nur darum geht. Ja. Im Studium vernachlässigen das viele Leute und kann ich vielleicht schon mal ganz kurz vorwegnehmen, mein Netzwerk in der Uni ist eigentlich einer meiner Hauptsäulen, weswegen ich halt zum Beispiel Termine nicht verschwitze oder einfach auch alle Unterlagen habe, obwohl ich nie da bin. Zum Thema Netzwerk, hast du da vielleicht ein paar Tipps, ein paar Knaller, wo jeder, der jetzt denkt, okay, ich komme ins erste Semester, möchte direkt von Anfang an vielleicht auch nebenbei mein Business führen oder was aufbauen und da viel Zeit investieren, kann ich auch zur Uni, wie finde ich mein Netzwerk und worauf muss ich achten? Ja, also hast du eben schon ein paar schöne Punkte genannt, also mit den Säulen und dass du immer alles hast, obwohl du nicht da bist. Deshalb von mir ein wichtiger Punkt tatsächlich, dass man in die Vorbereitungskurse geht und diese Einführungswoche wahrnimmt, die es ja an den meisten Unis gibt. Und da halt dann schon versucht, Kontakte zu knüpfen. Natürlich dann später im Studium selber das Ganze auch auszubauen und generell halt vom Introvertierten eher so ein bisschen zu versuchen, zum Extrovertierten zu gelangen. Das ist natürlich auch eine Übungssache, da habe ich ja auch schon ein Video drüber gemacht. Okay. Und das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Also wie du gesagt hast, man muss halt zusehen, dass man sein Netzwerk ausbaut, auch vielleicht auch in die höheren Semester, um einfach einen Einblick zu kriegen. Man muss ja mal so wissen, was kommt so in den Klausuren dran? Also kriege ich schon irgendwo so Musterklausuren her oder wie ticken die Professoren so? Wo sollte ich darauf achten? Was ist an meiner Uni besonders? Was ist an anderen anders? Und einfach so ein paar, diese Säulen, wie du gesagt hast, aufzubauen und dann auch dadurch schon wieder Zeit zu sparen, weil man nicht zu jeder Vorlesung tatsächlich hingehen müsste zum Beispiel, weil man halt immer mal jemanden hat oder man wechselt sich ab. Das ist halt das Timing, die Absprache ist halt auch sehr wichtig, ja. Okay, das heißt, also du hast in einem deiner Videos, habe ich schon vorab gesehen, auch so eine Empfehlung, welche, ich nenne es jetzt mal Charaktere oder Rollen es in so einer Gruppe geben sollte. Ja. Das ist auf jeden Fall wert, das Ganze mal auszuchecken, weil es mich auch sehr wieder an Parallelen aus dem Unternehmerbereich erinnert hat. Und verlinke ich euch natürlich hier unten drunter direkt, genauso wie den Kanal selbst auch. Okay, jetzt haben wir ja das Thema Netzwerk so ein bisschen behandelt und dass man es aufbauen sollte, die Einführungsveranstaltung und so weiter. Ja. Generell gibt es ja da auch so ein Grundprinzip, wie man, sag ich mal, sich nur nicht nur bedient an seinem Netzwerk, sondern möchte ich gerne nochmal ein bisschen rauskehren. Was hast du da gerade im Studium für einen Tipp? Also sind wir wieder beim Netzwerken, habe ich auch teilweise schon hier im Video gehabt, aber gerade im Studiumbereich ist das halt nochmal ein bisschen spezieller. Ja, ich meine, das ist ja wie mit allem im Leben. Ich meine, im Unternehmertum ist es ja prinzipiell dasselbe, dass man halt, wenn man einen Gefallen tut, nicht erwartet, ihn auch direkt zu 100% so zurückzubekommen. Also wirklich sehr wichtig, immer mehr geben, als man halt zurückbekommt. Und diese Investition rechnet sich halt oft dann auf die Länge einfach, weil du tolle Leute kennengelernt hast und dadurch wieder neue Leute kennenlernst, Kontakte hast und vielleicht auch ganz andere Vorteile, die sich dann im individuellen Fall ergeben. Ne? Ja, also vielleicht ein praktisches Beispiel. Wenn ihr euch schon die Mühe macht und ihr bereitet während der
während der Vorlesung irgendwas vor, schreibt was mit, dass ihr das dann zum Beispiel teilt. Der eine geht zu der Vorlesung, der andere geht zu der. Und auch wenn du vielleicht das Mathefach hast, wo du irgendwie 1,3 mal so viel schreiben musst wie die anderen, dann halt trotzdem das weiterzugeben und ohne zu sagen, ich habe aber eine halbe Stunde länger dran gesessen. Ja, genau, richtig. So, solche Leute sind absolut kontraproduktiv, ja. Das sollte man sich auch nicht angewöhnen, so zu sein. Und wenn du so warst, dann hör bitte auf damit. Genau, ja, das haben wir zum Thema Netzwerk. Ansonsten eine Sache, ich gehe jetzt eher locker an mein Studium ran, auch was meine Zielsetzung und meine Noten, mein Anspruch an meine eigenen Noten rangeht. Also bei mir ist eigentlich nur wichtig, dass ich Hauptsache irgendwie bestehe, damit ich möglichst wenig Zeit investiere. Mhm. Was ich halt cool finde bei dir, du hast trotz dieser ganzen Sachen trotzdem noch nebenbei echt einen guten Notendurchschnitt, wo ich auch so ein bisschen neidisch drauf bin, muss ich mal ehrlich sagen. Wie schafft man das? Welches Ziel sollte man sich setzen? Ja. Eher extrem ehrgeizig oder eher so ein bisschen locker und so wenig Zeit wie möglich? Ja, also es sollte eine vernünftige Mischung sein. Also ich will mich jetzt auch nicht als den Oberstreber darstellen, weil das bin ich überhaupt nicht. Das seht ihr in meinen Videos auch, dass ich das nicht bin. Ich gebe ja auch jede Menge Tipps, wie man da lockerer durchkommt. Tatsächlich sollte man zum Studium schon eine lockere Einstellung haben. Also nicht im Sinne von, ich muss jetzt so verbissen da durchlaufen, weil das bringt nichts. Also sich in irgendwas reinzustürzen, was einem keinen Spaß macht, das bringt nichts. Und deshalb halt die richtigen Prioritäten setzen, die richtigen Ziele setzen im Sinne von, ich möchte mit wenig Aufwand eine 1, schaffen. Das ist mein persönlicher Anspruch und ich habe halt Mittel und Wege gesucht, um das hinzukriegen und das dann halt entsprechend umgesetzt mit zum Beispiel Pareto-Prinzip, Zeitmanagement-Faktoren, neuartige Lerntechniken, sowas alles, was man halt mal nebenbei machen kann zum Beispiel, wo du jetzt nicht sagst, ich setze mich das ganze Wochenende hin, sondern ich plane wirklich aktiv, mich am Wochenende 6 Stunden hinzusetzen, das verteilt auf 3 Tage, das ist ja nicht wirklich viel, und dann halt das optimal vorzubereiten und dann auch nur das Wesentliche zu lernen. Das sind halt alles Dinge, die muss man natürlich auch erstmal lernen, aber das ist nichts, was irgendwie schlimm wäre oder so. Es ist halt nicht so ganz lehrbuchmäßig, aber auf jeden Fall vielversprechend und führt zum Erfolg auf jeden Fall. Okay, also als Dozent oder Professor ist das natürlich ein bisschen unbefriedigend, wenn man sieht, okay, von meinen 450 Folien PowerPoint-Skript werden irgendwie sind nur 40 oder 60 wichtig. Ja. Aber das ist eine Sache, die mir persönlich sehr viel weitergeholfen hat, wo Daniel mich auch schon bei beraten hat quasi, nach der und der Methode kannst du vorgehen. Also da echt coole Sache, dass du das auch bei YouTube teilst. Wer sich jetzt fragt, wo finde ich den ganzen Kram, einfach kurz unten in der Beschreibungsbox gucken. Da findet ihr den Link zum Kanal. Eine Sache noch vielleicht, was auch eine Frage bei unserer Zuschauer. Es wurde gefragt, ist der Studiengang Wirtschaftsinformatik, was du jetzt halt studierst, ist das notwendig oder wichtig oder gut geeignet, um später ein Startup zu gründen? Wie siehst du das so? Also ich persönlich bin dem Ganzen gegenüber sehr positiv eingestellt. Ich habe mich auch mal so ein bisschen oberflächlich umgehört, weil ich ja einige Kontakte habe halt, weil ich ja selber Informatiker bin tatsächlich. Also es ist insofern halt sehr positiv durch die ganzen VWL, BWL-Inhalte, was man da alles mitgegeben bekommt. Muss ich sagen, ist mittlerweile für mich auch ein sehr wichtiger Punkt geworden, vor allem durch mein Gewerbe, was ich jetzt noch nebenbei habe. Also dahingehend schon mal persönlich sehr empfehlenswert für den Einzelnen. Natürlich der Informatikfaktor ist natürlich extrem wichtig, wenn man dann zum Beispiel in ein Startup einsteigt und programmiert oder auch selber eins gründet und da die ersten Anfänge begleitet zum Beispiel, sehr wichtig ist, aber auch bei Startups sehr gern gesehen natürlich, ne, dass man einen Wirtschaftsinformatik-Abschluss in der Tasche hat sozusagen. Okay, ja, also für mich als Arbeitgeber wäre es natürlich auch eine spannende Komponente, weil du weißt, da sitzt jetzt nicht nur so ein hundertprozentiger Programmierer-Freak. Genau, das ist sehr wichtig. Ich mache jetzt mal das Bild von einem korpulenten Typ mit fettigen Haaren, das ist natürlich nicht so. Es gibt auch ganz normale Programmierer, der halt keine Ahnung von den Wirtschaftlichen hat und in seiner Traumwelt lebt, sondern der hat halt auch mal einen Einblick davon, wie funktioniert ein Jahresabschluss oder wie ist die Firma organisiert und so. Genau. Gut, also grundsätzlich würdest du einem Zuschauer, der überlegt, soll ich jetzt nur BWL studieren, wenn ich in Tech-Startup Richtung möchte, würdest du zu Wirtschaftsinformatik? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Okay, cool. Ja, das war es auf jeden Fall von unserer Seite. Wenn ihr Fragen zu dem Studium Wirtschaftsinformatik habt, bitte einfach hier unten drunter in die Kommentare. Noch besser eigentlich bei Studententipps in die Kommentare, weil dann poppt das nicht bei mir als Benachrichtigung auf. Genau, dann beantworte ich euch die Fragen. Genau. Ansonsten Inhalte zum Studium oder auch Lerntechniken, die ja eigentlich für jeden so ein bisschen relevant sein können, wenn ihr euch auch zu eurer aktuellen Unternehmertätigkeit noch weiter fortbilden möchtet, was ich euch natürlich empfehlen möchte. Also Lerntechniken, Erinnerungsmethoden und all so ein Kram. Ja, ja. Produktivität, Zeitmanagement, bla bla bla, den ganzen Kram findet ihr bei Daniel. Richtig. Gut, das war's von uns. Ich muss jetzt nicht in die Vorlesung, sondern weiterarbeiten. Dankeschön fürs Zusehen und bis bald. Macht's gut, tschüss.